Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5, ein schönes nachkommentiertes Gameplay auf der Map Los Santos, aka Plain County auf der PlayStation 4, gespielt mit der Annäherungsmine und dem Handy, was ich jetzt gleich wegmache. Tracy, die nervt wieder, die will irgendwas von mir. Und auf jeden Fall habe ich heute mal wieder ein kleines Video vorbereitet, wo ich über eine Droge spreche, die in Deutschland in meinen Augen angekommen ist. Und ich würde einfach mal anfangen mit dem Video. Marihuana. Jemand, der noch nie Marihuana geraucht hat, noch nie mit Menschen, die Marihuana konsumiert haben, abgehangen hat, der wird natürlich erstens mal negativ von diesen Leuten denken. Aber ich fange erstmal an. Ist überhaupt Marihuana schädlich? Nun ja, es gibt mehrere Arten, dieses Marihuana zu konsumieren. Wenn man es raucht, ist es schädlich, weil alles, was man raucht, ob das Orangenschalen sind oder Bananenschalen oder irgendwelche Früchte, egal, es entsteht Rauch und Rauch ist nun mal in der Lunge krebserregend, das ist so. Jetzt ist es so, Marihuana ist, wenn man jetzt mal die Zigarette vergleicht, also diese Zigarette wie Marlboro oder Camel, dann ist Marihuana ganz klar gesund, besser gesagt gesünder als die Zigarette, weil die Zigarettenlobby, das sind die wahren Mörder und darüber spricht ja leider keiner. Die Zigarette ist voller Müll, voller Scheiße, richtig. Voller Scheiße, da ist Teer drin, da ist Nikotin drin, da sind radioaktive Substanzen drin. Guck ich, ob mein Headset noch an ist. Ja, das ist alles in der Zigarette drin, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. Zigaretten sind totaler Mist. Man sollte eher Marihuana konsumieren, aber natürlich ist es immer so eine Sache mit der Legalität, ne? Marihuana gleich Kiffer, gleich Krimineller, gleich Chunky, gleich was weiß ich. Nun ja, ich habe in meinem Leben noch nie Marihuana konsumiert, aber ich kenne so viele Leute, die Marihuana rauchen und die einfach enorm stressfrei sind. Total stressfrei. Das bringt die runter, das habe ich so noch nicht gesehen, Leute. Da gibt es wirklich auch keine Nebenwirkungen, außer dass sie vielleicht Hunger kriegen, zu McDonald's gehen und McDonald's mehr Umsatz macht. Oder, was auch sein können, die schlafen halt ein. Naja, egal. Das ist das Einzige, was passieren kann. Aber von Marihuana habe ich noch nie was Schlimmes gehört, dass da irgendjemand ausrastet. Da haben wir natürlich auch noch Drogen wie Alkohol im Spiel, die auch ganz gefährlich sind. Alkoholiker. Es sind so viele in Deutschland, die alkoholkrank sind. Man glaubt es gar nicht. Aber Alkohol zerstört wirklich sehr viel. Freundschaften werden dabei zerstört. Und so weiter. Alkohol eine ganz gefährliche und unterschätzte Droge. Bei Partys sowieso, weil wenn man Alkohol trinkt, ihr kennt das alle, ihr trinkt ein bisschen Wodka Bull und ihr wollt immer mehr, weil das Gefühl vom Alkohol immer besser wird. Ne? Man wird frei, man wird locker, man fühlt sich gut. Aber das ist eine gefährliche Sache. Auf jeden Fall, Marihuana ist ja eine Pflanze. Ne? Es werden ja auch Hanfseile hergestellt. Öle wird aus Marihuana gemacht. Auf jeden Fall wird das deutsche Marihuana ja hauptsächlich zu Hause angebaut. Man glaubt es gar nicht, aber die Bauern, die das Gras anbauen, die wohnen unter uns. Es könnte dein Sohn sein, wenn jetzt eine ältere Zuschauer zugucken. Es könnte dein Sohn sein, der irgendwo einen geheimen Raum gemacht hat und dann irgendwo Pflanzen anbaut. Man glaubt das gar nicht. Wenn wir in die deutschen Wohnzimmer gucken könnten, dann würden wir aber so viel Plantagen sehen, also da wird's uns schwummrig, Alter. Das gibt's gar nicht. Auf jeden Fall sind es ja die Blüten, die wichtig sind, ne? Dieses, wie heißt das nochmal? Ihr wisst schon, auf jeden Fall dieser Stoff, Tetracannabinol oder wie der heißt, der macht auf jeden Fall dieses tolle Gefühl aus. Viele spüren gar nichts bei Marihuana. Also null. Das gibt's auch. Gibt sehr viele, habe ich auch schon sehr oft gehört. Die haben das geraucht und haben nichts gespürt. Gibt's. Und Leute, die spüren etwas. Wisst ihr, ich möchte einfach nicht diese Sache irgendwie so. Es ist ja immer so eine Sache, Marihuana ist ja immer so ein Kritikpunkt. Würde man es legalisieren, würde die Drogenkriminalität
sehr stark nach unten gehen. Und das ist ein wichtiger Schritt. Die Drogenkriminalität muss nach unten, weil so viele Leute sterben in Mexiko, so viele Leute sterben in den mexikanischen Ländern. Drogenkrieg fordert so viele Opfer, Kinder, Frauen, aber harte Drogen, die müssen verboten sein. Heroin, Kokain muss verboten sein. Das zerstört einen Menschen. Da wird man zum Zombie. Aber Marihuana, das sollte schon legalisiert werden. In sogenannten Coffeeshops. Und ab 18 Jahren, dann wäre das alles okay. Oder wir machen bis zum nächsten Mal. Euch und auf der PlayStation 4. Und ciao. Moin, moin und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid, ne?